Wie ich gehört habe, wartet ihr ja schon wieder sehnsüchtig auf neue virtuelle Rundgänge. Und es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit euch relativ wenige Wohnungen filmen konnte. Jetzt hier sind wir in einer neuen Zwei-Zimmer-Gartenterrassenwohnung in Sendling-Westpark. Wie ihr unschwer erkennen könnt, wurde die Wohnung vor ein paar Jahren grundlegend saniert. Und jetzt der Grund, warum es doch ein wenig länger gedauert hat als üblich. Ihr wisst ja, Handwerkermangel ist, dass wir hier hinten, das zeige ich euch gleich, einen neuen Ausgang und eine neue Terrasse geschaffen haben. Und ja, selbst Kleinigkeiten dauern einfach ein bisschen länger. Wir sind gerade in der Garmischer Straße 229, in der Wohnanlage, wo ich ja immer wieder sehr schöne Mietwohnungen für euch schon abgefilmt habe. Und den Standard kennt ihr, wenn ihr treue Zuschauer seid, sowieso schon. Also das Bad in dem Stil machen wir ja eigentlich immer. Und ich führe euch jetzt einfach mal rum. Also ihr seht schon, wir haben überall Spotsystem, die Mädels darf es freuen. Wir haben ein Bad, ein Wannenbad mit Fenster. Ist also auch zum Schminken sehr gut. Und hier im Eingangsbereich, hier kommt man ja rein, habt ihr auch eine kleine Garderobe oder eine kleine Nische. Die könntet ihr auch nutzen vielleicht für ja, Bügelbrett, Staubsauger und vielleicht hier so ein kleines Rollo hinmachen. Das ist es dann alles versteckt und ja, sehr ordentlich. Also die Wohnung hat, wie ihr schon sehen könnt, sehr, ja, ist sehr ausdrucksstark. Also man fühlt sich hier sofort wohl, obgleich sie jetzt noch leer ist und das ist ja immer schwierig. Da haben ja manche Wohnungen fast gar keine Ausstrahlung. Sie teilt sich auf in so ein Wohnzimmer mit integrierter Küchenzeile. Die Küche ist auch neu und ablösefrei. Hier wurde eben die Terrasse kreiert. Also da war ursprünglich ein Fenster wie im Schlafzimmer. Seht ihr ganz gut hier drüben. Und diese Lieferzeiten im Moment sind Wahnsinn. Und ja, man kann schon froh sein, dass man überhaupt noch irgendwas bekommt und auch Handwerker, die das dann einbauen. Also jetzt das Tolle, es kommt ja bald hoffentlich der Frühling, habt ihr hier eine schöne Gartenterrasse in den Innenhof, absolut ruhig. Und dann haben wir hier, wie ihr vielleicht auch schon öfters bei mir gesehen habt, das große Schlafzimmer. Also das ist eigentlich ideal für eine Wohnung für eine Person. Also Berufsanfänger, Wochenendheimfahrer. Hier hättet ihr auch genügend Platz, dass ihr ein Schlafzimmer kreiert mit dem Arbeitsbereich. Also ich würde das Bett hier zwischen die Steckdosen stellen. Hier drüben hättet ihr Platz zum Beispiel für einen Arbeitsbereich und hier hinter der Tür, ich gehe mal von der Seite ein bisschen weg, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Also hier hinten würde ich dann den Kleiderschrank hinstellen. Das ist euer Ausblick in den Innenhof. Also das ist natürlich jetzt noch Winterzeit, es blüht natürlich noch nichts, aber man kann sich es, glaube ich, schon sehr schön vorstellen, wie das dann ist im Frühling, wenn man sich das ein bisschen schön anlegt. Und hier ist eben eine Terrasse, die zeige ich euch jetzt gleich. Ja, gehen wir mal noch mal ins Wohnzimmer mit der integrierten Küchenzeile. Die Küche kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon, ist ja immer so verbaut. Wir haben ja da einen sehr guten Küchenbauer, weiß Hochglanz mit ablösefreien Geräten. Alles schön belichtet, also da macht man sowieso nichts falsch. Und jetzt werfen wir noch, bevor es dunkel wird, einen Blick nach draußen auf die Gartenterrasse. Und da liegt eh schon ein bisschen Pflanzerde. Das bitte ich zu entschuldigen, kommt natürlich noch weg. Aber ich wollte euch, weil ich heute noch eine andere Wohnung hier in der Anlage filme, die gleich mitfilmen. Es wird ja jetzt schnell dunkel, aber hier kann man sich schon vorstellen, dass man sich sehr gemütlich machen kann. Die Wohnung ist ja direkt an der U-Bahn-Haltestelle Westpark. Die ist also nach da und dann gleich ums Eck da hinten. 2 Minuten ist die U-Bahn-Haltestelle. Da ist auch ein Supermarkt, da ist auch der Haupteingang oder Seiteneingang vom Westpark für, wenn ihr joggen wollt oder euch nach der Arbeit ein bisschen austoben wollt. Ja, und ich glaube, also für ein Pärchen, glaube ich, ist sie ein bisschen zu klein. Aber für eine Einzelperson, wir haben ja hier immer so ganz nette Klientel mittlerweile in der Garmischer Straße 229. Also wenn ihr gerade vielleicht nach dem Studium euren Job beginnt oder ja, einfach Berufsanfänger seid, da ist das die ideale Starterwohnung. Aber hört auf mich, nicht für ein Pärchen, eher für eine Einzelperson, weil
für ein Pärchen ist es einfach ein bisschen zu klein. Ja, für die, die meinen Kanal noch nicht kennen, erstmal würde ich sagen, falls euch meine Arbeit gefällt, hinterlasst einen Daumen nach oben hier unten. Das ist mein Honorar für die viele Arbeit, die ich mir mache mit dem Filmen und natürlich auch, das muss ja alles geschnitten werden und überspielt werden auf YouTube. Dann, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert diesen gerne mit Glocke. Dann habt ihr einen zeitlichen Vorsprung, bevor ich in die Anzeigenschaltung gehe, dass ihr die Wohnungen vorher schon auf YouTube hochgeladen bekommt und die Zeit auch nutzen könnt, um euch für so eine Wohnung zu bewerben, bevor wir in die Anzeigenschaltung gehen. Und für alle, die eben neu auf meinem Kanal sind, die anderen wissen es bereits und machen das ja auch sehr, sehr schnell. Falls euch die Wohnung gefällt, fahrt ihr hier vorbei in die Garmischer Straße 229, geht gerne auch in den Innenhof hier. Macht ein Beweisfoto, dass ihr da wart und euch die Außen- und die Wohnanlage von außen besichtigt habt. Dann schickt ihr mir eure Selbstauskunft mit dem Beweisfoto der Außenbesichtigung. Ich schicke es dem Eigentümer und wir drehen das Ganze um. Das heißt, ihr werdet erst geprüft und dann freigegeben durch den Eigentümer. Und dann machen wir kurze Innenbesichtigungen unter 2G-Richtlinien. Ja, und das ist praktisch aufgrund der Situation im Moment der Weg, um bei mir an eine Wohnung zu kommen, also Außenbesichtigung, falls ihr aus dem Raum München seid, Selbstauskunft vorher schicken mit dem Foto, dann prüft es der Eigentümer und wenn er sagt, okay, ich darf euch einladen, dann machen wir kurzfristige Besichtigungstermine. Ja, ich hoffe, die Wohnung hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal unten ins Kommentar, wie euch die Wohnung so gefällt. Und die ist ja, wie gesagt, in der Garmischer Straße 229, sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, aber alles Peanuts. Ansonsten ist sie jetzt fertig und frisch geputzt. Also seid schnell ab am Wochenende zur Außenbesichtigung, schickt mir die Selbstauskunft und dann geht nächste Woche vielleicht schon los mit Besichtigungen. Das war's, tschüss!